Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar möchte ich euch in diesem Video heute zeigen, wie ihr den Schlauch oder den Helm vom Fliegeranzug auf jedes Outfit bekommt. Also ich habe alles Mögliche probiert, um den Schlauch und den Helm gleichzeitig irgendwie als Outfit zu bekommen. Ich habe es jetzt nicht hinbekommen, vielleicht bin ich zu blöd, vielleicht gibt es einen anderen Glitch, den ich nicht kenne. Ich habe es halt nur mit dieser Methode herausgefunden. Und zwar, wenn ihr den Schlauch haben wollt, dann müsst ihr jetzt, wie ich jetzt in meinem Fall, eine Maske aufziehen oder eine Mütze, das ist wichtig, und das Outfit halt speichern. Und wenn ihr eine Mütze aufhabt oder wie hier eine Maske und es gespeichert habt, dann geht ihr unter Outfits, geht's auf Fliegeranzüge, wählt euch einen Fliegeranzug aus und dann fährt ihr rüber zum Stripclub. So, ich zeige euch auf der Karte mal, wo es ist, für die Leute, die nicht wissen, wo der Stripclub ist. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass es irgendeinen GTA noch gibt, der nicht weiß, wo das ist. Machen wir noch eine fette Markierung, damit wir uns nicht verfahren. So, das sind wir ja schon. Das ging ja ratzfatz hier. Dann gehen wir hier in den Stripclub rein. Und dann wird er automatisch die Maske abziehen. So, dass er das Personal besser anschauen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dann geht's auf Inventar, Accessoires, geht's auf euer gespeichertes Outfit. In meinem Fall heißt es Glitch. So. Und sobald ich den Laden hier wieder verlasse, dann kommt automatisch hier der Schlauch. So, und dann habt ihr den Schlauch. Und dann könnt ihr den ganz normal das Outfit speichern und habt es dann natürlich auch. Ja, wenn euch dieses Outfit gefällt, dann lasst es mich wissen, indem ihr einen Daumen nach oben macht für dieses krass geile Video. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Methode, wie ihr den Fliegerhelm. Ja. Auf jedes Outfit drauf bekommt. Und um den Fliegerhelm auf jedes Outfit zu bekommen, ist es wichtig, keinen Hut oder keine Maske oder sonst irgendwas aufzuhaben. Also Brille spielt keine Rolle. Aber dass ihr halt nichts auf dem Kopf habt. Wenn ihr das dann gespeichert habt, das Outfit, dann geht ihr hier an die Theke, zu der Thekenfrau. Kauft euch einen Fliegeranzug. Ja, Thekenfrau war ein Insider. Wer Yankee United kennt, weiß, was gemeint ist. So, auf jeden Fall, dann fährt sie wieder rüber zu Vanilla Sky, zu dem schönen Ort, zu dem schönsten Ort in ganz Los Santos. Dann geht sie wieder rein, sagt wieder den Typen hallo, servus. Dann geht sie wieder auf Inventar, Accessoires, geht's auf Glitch Outfit, diesmal ohne Kopfbedeckung. Und dann verlasst ihr die Lokalität und dann habt ihr den Fliegerhelm. Ne? Also, wenn euch dieses Outfit gefällt, Daumen nach oben. So, das war's auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Und falls ihr wisst, wie man beides kombiniert haben kann, also Schlauch und Helm, dann lasst mich doch bitte wissen, weil das ist mir bisher unbekannt. Ich habe jetzt auch nicht so danach geschaut. Aber, ja, vielleicht weiß es der eine, wenn es noch nicht gepatcht wurde. In diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Jungs, haut's rein.